Ihr Lieben, heute in der Sendung geht es um die Wahl der Möglichkeiten für das eigene Leben. Das heißt, wie kannst du dein Business nach vorne bringen und wie kannst du damit richtig erfolgreich werden? Bei mir ist zu Gast Mehlika Tanreverdi. Sie ist Künstlerin und Access Consciousness Facilitatorin. Und ich bin total gespannt, was sie uns mit auf den Weg gibt. Wenn es euch gefällt, lasst uns einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Aber jetzt erstmal viel, viel Spaß mit der Sendung. Warum läuft das Business bei einigen eigentlich besser als bei anderen? Das fragen sich viele Entrepreneurs, Startups, Business Owner, aber auch gestandene Unternehmer. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Darüber spreche ich heute mit meiner Gästin Mehlika Tanreverdi, denn sie hat den Schlüssel zum Erfolg. Was ist dein Schlüssel zum Erfolg, Mehlika? Das klingt super. Hallo Anneke. Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Mein Schlüssel zum Erfolg ist es, Fragen zu stellen. Tatsächlich arbeite ich mit den Access Consciousness Tools schon seit sehr geraumer Zeit, seit 8 Jahren oder so, als ich dem Ganzen begegnet bin. Und eins der Hauptwerkzeuge ist es, Fragen zu stellen. Und jede Frage, die wir stellen, eröffnet uns einen neuen Raum und zeigt uns neue Möglichkeiten auf. Da sagen jetzt wahrscheinlich ganz viele, viele Fragen habe ich auch. Und du hast gerade das Wort Access Consciousness erwähnt. Sag einmal bitte, was ist das genau? Das ist eine Methode, um sein Leben zu verbessern, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das hast du schön ausgedrückt. Das finde ich gut. Das passt wundervoll. Access Consciousness ist eine Sammlung an Werkzeugen, würde ich es nennen, die Gary Douglas und sein Co-Kreator Dr. Dane hier in die Welt gebracht haben. Und im Prinzip geht es darum, den Zugang zu deinem Wissen zu bekommen. Eigentlich geht es darum. Und indem wir eben diese Tools verwenden, kommen wir an dieses Wissen ran, an diese Quelle ran, die wir ja haben. Von der wir aber gelernt haben, eben dem nicht zu vertrauen, dem nicht zu glauben, den Regeln zu folgen, das zu machen, was man macht, was man machen soll und darüber hinaus verloren haben, diesen Zugang dazu verloren haben. Wenn du sagst, das Wissen, meinst du da eine Art Urquelle oder das Universum oder wie kann man das sagen? Magst du da noch mal ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist? Sehr, sehr gerne. Schaut, es ist so, wir haben ein Wissen über Dinge. Das ist wie das Bauchgefühl oder die Intuition wäre sozusagen die leichtere Form davon. Es ist was, wo, dem wir folgen. Manche Leute haben stärkere Intuition, die folgen diesem immer wieder und andere Leute sagen, sie haben das nicht. Es ist dieses Bauchgefühl, würde ich es jetzt einfach so ganz simpel. Und es ist weit darüber hinaus, geht es. Es ist dieses, wenn du weißt, du solltest etwas nicht machen. Ne? Du weißt das, du solltest das nicht machen. Du machst es trotzdem und dann zeigt sich genau das Ergebnis, von dem du schon ganz am Anfang wusstest, dass es so sein würde. Ich nehme immer gern das Beispiel mit Partnerschaften. Wenn man eigentlich jemanden kennenlernt und man weiß, das ist zum Scheitern verurteilt, das wird nichts. Und man wählt es trotzdem, weil die körperliche Anziehung gerade so hoch ist oder was auch immer es ist, die Chemie. Und es stellt sich 10 Jahre später raus, ja. Und dann kommt man und dann kommt einem dieses, ja, ich wusste das eigentlich schon. Und wenn wir dieses Wissen anerkennen und wenn wir dieses Wissen stärken, indem wir uns immer mehr darauf verlassen, können wir ein Leben führen, das erfolgreich ist in dem Sinne. Also wenn du es jetzt so nennst. Vielleicht ist man dann auch nicht so enttäuscht. Ich hatte auch an so ein Beziehungsbeispiel gedacht, lustigerweise, dass Leute in so eine Beziehung rennen und hinterher sich wundern, dass das gar nicht funktioniert. Ja, aber bist du es nicht eingegangen unter falschen Voraussetzungen? Und auf jeden Fall, wenn man dem Wissen folgt und es vielleicht doch macht, braucht man im Nachhinein nicht wirklich enttäuscht sein.
Spart einem das Enttäuschung im Leben, diese Werkzeuge, auf die wir nochmal gleich eingehen, zu nutzen? Enttäuschung sparen? Nee, ich glaube nicht, dass es richtige oder falsche Wahlen gibt. Es gibt einfach immer nur Erfahrungen, die wir machen. Und dann aus diesen Erfahrungen heraus können wir wieder neue Wahlen treffen. Es geht eigentlich immer nur darum zu schauen, was ist jetzt möglich? Was ist jetzt möglich? Was ist jetzt möglich? Und das für mich, das grundlegende Tool, das ich eigentlich wirklich liebe und immer anwende, ist dieses, fühlt es sich leicht an oder schwer? Und es ist total simpel, also wie alle Tools, alle Werkzeuge von Access Consciousness, die sind sehr pragmatisch. Man schaut einfach, man stellt eine Frage und dann ist es so, fühlt sich das jetzt leicht und ausgedehnt an? Das heißt, dein Körper hebt sich vielleicht oder dein Gesicht lächelt. Ne, das ist dann leicht. Wenn sich etwas schwer anfühlt, dann ist es eher so, wie als würde sich was in deine Magengrube legen oder sich auf den Rücken setzen. Und dann ist es das, was du nicht wählen solltest, sondern du schaust immer, dass du das wählst, was leicht für dich ist. Was wir machen ist, wir wählen die Dinge, die schwer sind für uns und dann versuchen wir sie leicht zu machen. Bevor du da hingekommen bist, diese Fragen zu stellen oder mit Access Consciousness Tools, Werkzeugen zu arbeiten, was hat davor nicht in deinem Leben funktioniert? Das ist eine gute Frage. Es ist noch nicht mal so sehr das Was, sondern ich habe mich ganz schnell in die Realität von anderen eingekauft, in die Universen von anderen eingekauft. Oder okay, und das ist so. Was heißt das? Was heißt das denn jetzt eingekauft? Aber im Prinzip. Ich hab ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Ich wollte nicht einen unbefristeten Vertrag, wie alle meine Freunde, die gesagt haben, ich habe einen unbefristeten Vertrag, ich bin jetzt hier drin für immer. Und ich war immer nur so, oh mein Gott, nein. Was ist hier sonst? Und das Spannende ist, ich habe schon aus diesen Fragen heraus funktioniert, die ich jetzt als Tools verwende. Also all diese Tools, die wir da haben, sind eigentlich Dinge, die Menschen automatisch unbewusst verwenden, um sich ein Leben zu kreieren, das sie gerne hätten oder um erfolgreich zu sein. Nur machen sie es meistens unbewusst. Und das ist einfach nur sozusagen extrahiert, sodass man sie nehmen kann und sagen kann, ah, das mache ich jetzt. Und dann ist im Prinzip der Erfolg schon vorprogrammiert. Gib uns mal so ein Beispiel für vielleicht 3, 4 Tools, damit wir das mal so ein bisschen aufklären, wovon wir hier reden. Genau, also nehmen wir mal, eins der Tools ist zum Beispiel jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, alles, was ich jemals gewesen bin, zerstöre und kreiere ich jetzt. Dann sagt man das Clearing Statement, das ist wie so ein Zauberspruch. Ich sage immer, es ist wie Hex, Hex. Die Abkürzung davon ist Pot and Pock. Die lange Version heißt Right and Wrong, Good and Bad. Pot and Pock, all 9 Shorts, Boys and Beyonds. Und damit lösen wir Energien auf. Es ist wie ein Zauberstab, den wir an die Energie ranhalten, die da durch eine Frage entsteht und dann löst sich das auf und die Begrenzungen heben sich auf. Das Ganze wird erklärt unter clearingstatement.com. Da kann man nachschauen. Der Dr. Dane hier erklärt das ganz wundervoll und ausführlichst. Darauf möchte ich gar nicht eingehen gerade, sondern dieses wir zerstören und kreieren alles, was wir gewesen sind, sodass wir im Prinzip den Tag ganz frisch starten können. Und dann stelle ich eine Frage. Wer bin ich heute? Welche großartigen und herrlichen Abenteuer werde ich heute erleben? Ja, das ist meine Frage. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich zum Beispiel nach meinem Studium eine Weltreise gemacht habe. Als ich gesagt habe, ich möchte mich nicht einfangen lassen von diesem System, bin ich auf Weltreise gezogen und war 1,5 Jahre unterwegs und bin um die ganze Welt alleine gereist. Und ich bin jeden Morgen genau damit aufgewacht, mit diesem, wer bin ich heute und welche großartigen und herrlichen Abenteuer werde ich erleben. Ich hatte dieses Tool damals nicht. Es war nur so ganz normal, weil ich war jeden Tag woanders oder habe jeden Tag gewählt, länger zu bleiben oder woanders hinzugehen oder was auch immer für ein Abenteuer zu erleben. Und das war sozusagen die innenliegende Frage. Das ist eins dieser Tools. Also wenn so wir das eine Art Leichtigkeit ins Leben einladen, richtig? Genau, Möglichkeiten einladen. Es geht eigentlich immer darum, Möglichkeiten einzuladen. Wenn ich aufstehe und in meinem alten Trott alles mache
und immer alles gleich mache und dann ein anderes Ergebnis erwarte, das hat Einstein schon gesagt, das ist Wahnsinn. Wir machen immer das Gleiche und denken dann, es kommt irgendwas anderes dabei raus. Es geht wirklich darum zu schauen, so was kann ich anders sein, was kann ich anders tun, um das Leben zu kreieren, die Lebensweise zu kreieren oder die Zukunft zu kreieren, die ich wirklich gerne hätte. Ich glaube, nach so einem Studium ist man auch noch ziemlich offen und man vibriert, man ist neugierig aufs Leben und so weiter und so fort. Das ist alles total cool. Allerdings, du kamst von der Weltreise schwanger nach Hause und dann war nicht das Leben in Hülle und Fülle und Geldfluss und alles ist schön und die Möglichkeiten eröffnen sich. Was hast du dann erlebt und wie hast du dich daraus befreit? Das ist schön. Und das ist genau das, dieses, wo ich vorhin gemeint habe, wir kaufen uns so schnell in andere Leute Realitäten und Ansichten ein. Unsere Ansicht kreiert ja unsere Realität. Meine Ansicht war, oh, ich bin jetzt schwanger, ich bin jetzt alleinerziehend. Und was, wie funktionieren Alleinerziehende in dieser Gesellschaft? Oh, ich kriege keinen Job, keiner würde mich anstellen, schwanger. Was heißt, das war schon mal meine erste Ansicht. Ich habe noch nicht mal wirklich Ausschau nach einem Job gehalten, weil ich wusste ja, es wird mich keiner anstellen. Das heißt, ich war musste mich an den Staat wenden, was ich ganz furchtbar fand, weil ich dachte so, oh, warum sollte ich das? Ich habe ein Magisterstudium in der Tasche. Und dann, ich habe natürlich, wie immer, das Beste draus gemacht, habe angefangen zu malen in der Zeit. Und da war ich auch eben, bevor ich die Tools kannte, habe ich schon die Tools sozusagen praktiziert, weil ich in der Frage war mit, okay, was würde ich gerne mit meinem Leben machen? So, ich wollte Schriftstellerin werden und habe 1,5 Jahre bin ich gereist und habe geschrieben. Und es war aber mit der Schwangerschaft so, dass ich keine 3 Sätze mehr zusammengebracht habe. Also war dieser Traum so, und es war so, okay, was jetzt? Was ist es, was ich wirklich gerne machen würde? Und da, deswegen habe ich gemeint, ich bin meinen Eltern so dankbar, weil ich einfach wusste, ich will dieses Arbeiterleben nicht haben. Ich möchte etwas anderes und ich weiß, da ist mehr. Dann habe ich eine Yogalehrerausbildung angefangen. Für mich größtenteils, weil ich auf Weltreise angefangen habe, Yoga zu machen. Und es war für mich so, dass es mich in die Balance gebracht hat. Und ich gemerkt habe, wow, da ist mehr. Das ist nicht nur das, ich kann durch meine Atmung Energien verändern. Ich kann Energien lenken. Und ich war so, wow, da ist mehr als nur das, was wir sehen können. Und habe im Prinzip dann die Access Consciousness Tools kennengelernt. Mhm. Kurz vor meiner Prüfung wurden mir die Bars gehalten. Das sind 32 Punkte am Kopf, die in eine Entspannung führen, die Ansichten löschen. Mhm. Wenn du und diese Ansichten sind ja das, was unser Leben kreiert. Ne? Wenn ich die Ansicht habe, ich bin alleinerziehend, ich muss hart dafür arbeiten, entweder ich arbeite jetzt 24 Stunden oder wenn ich Geld verdiene, muss ich es wieder abgeben. Das sind halt Millionen von Ansichten und der Kopf macht nur so und die Bars lösen das. Mhm. Nun gibt es Schlimmeres, als schwanger zu sein. wenn jetzt so richtige Schicksalsschläge da sind oder man einen heftigen Liebeskummer hat und dann hält einen jemand die Bars, dann sagst du vielleicht, jo, ist ganz schön und du bist weggeknackt währenddessen vielleicht, weil du dich entspannt hast, aber man wacht auf mit den gleichen Sorgen. Was empfiehlst du da? Gerade jetzt auch in schwierigen Zeiten ist es ja so, dass viele ihre Unternehmen an die Wand fahren mussten oder dass Sachen nicht funktionieren, Existenzen kaputt gehen. In solchen schwierigen Situationen reicht es da wirklich nur eine Frage zu stellen oder mit dem Atem die Energie zu verwirbeln? Was weißt du darüber? Das wäre immer so meine Frage an die Menschen, weil es geht ja darum, dass du zu deinem Wissen kommst. Und passieren uns Dinge? Passieren sie uns oder kreieren wir sie nicht mit? Ne? Alles, was sich zeigt in unserem Leben, ist ja ein Teil unserer Wahlen, die wir irgendwann getroffen haben. Obwohl das klingt heißt, so ein bisschen, was weißt du, klingt auch so ein bisschen wie, ja, das musst du, ich habe keine Antwort, das musst du jetzt selber wissen. Ich habe auch keine Antworten. Ich würde nie behaupten, dass ich Antworten habe, weil jeder für sich ist ja ein Individuum und ein ganz spezielles eigenes Wesen. Das heißt, wer bin ich, um zu sagen, ich habe die Antworten für dich, ich kann dir sagen, wie es läuft. Das ist es nicht, sondern es ist so, alles ist in dir drinne und du musst Fragen stellen, um zu schauen, so was weißt du darüber, so was weißt du über Erfolg? Was weißt du darüber, wie man ein Business aufbauen kann? Was weißt du darüber, wie es für dich funktionieren würde, wie es dir Spaß machen würde? Ne? Kann sein, mir macht es unglaublich viel Spaß, 10 verschiedene Projekte gleichzeitig zu haben. So funktioniere ich. Ich muss ganz vieles gleichzeitig am Laufen haben.
und habe dann Bilder, die ich male, habe Kurse, die ich gebe, habe Kurse, die ich übersetze. Und das erfüllt mich. Und das ist für jeden aber was anderes. Was heißt, gut, aber Mehlika, da muss ich eben reingrätschen. Du bist Joy of Business Facilitatorin. Ja. Da warte ich jetzt als Stellvertreterin für die Zuschauer ein bisschen mehr. Ein bisschen, wie kann man diese Access-Tools denn da benutzen? Oder was hilft einem vielleicht aus schweren Tagen raus? Fragen stellen. Es ist so simpel. Es ist wirklich so simpel, wenn wir nicht in die Schlussfolgerung gehen, wenn wir nicht in Projektion gehen, wenn wir nicht in die Bewertung gehen, dann können sich großartigere Möglichkeiten zeigen. Und du hattest mich gefragt, so wie Gary Douglas dazu gekommen ist, Access Consciousness zu kreieren zum Beispiel. Und es ist aus einer Frage entstanden. Und Access Consciousness oder diese ganze Richtung im Prinzip, diese Sammlung an Werkzeugen ist dadurch entstanden, dass dieser Mann gesagt hat, okay, so wie die Welt gerade ist, furchtbar. So macht es keinen Spaß, hier zu sein. So, was kann ich hier anders sein und tun? Was kann ich hier kreieren und generieren, das großartigere Möglichkeiten kreiert? Er hat nicht nach einem Resultat geguckt und geschaut und gesagt, oh, ich möchte jetzt ein Billiarden-Business auf der ganzen Welt mit Bewusstsein kreieren, sondern er hat eine Frage gestellt. Und aus dieser Frage hat er angefangen, der Energie zu folgen, die das hatte für ihn. So, was sind die großartigeren Möglichkeiten hier? Kannst du mal ein Beispiel geben für diesen der Energie folgen? Weil wenn man so ein Trauerkloß ist, warum auch immer, ist man ja oft sehr gefangen in den Gedanken, in den eigenen Ansichten, in den eigenen Bewertungen und so weiter. Also wie kriege ich das mit, dann einer besseren Energie zu folgen? Also mein absolutes Nummer eins Tool ist Dankbarkeit. Klingt auch wieder super easy. Also Dankbarkeit, na toll. Das aber kennen wir alle schon, ja toll. Genau das, genau. Wir kennen es alle schon. Wie oft wenden wir es an? So wie oft schwelgen wir in Dankbarkeit für das, was ist. Wir schauen immer nach dem, was wir nicht haben, was nicht funktioniert, was nicht sein soll. Was wir nicht suchen. Jetzt bei diesen bei so Partnerschafts-Apps geguckt und es war so spannend, weil die immer sagen, das und das will ich nicht haben. Und ich dachte immer nur so, wow, was ist es, was ihr wollt? Was ist es, was ihr einladen wollt in euer Leben? Was ist es, was ihr kreieren wollt in eurem Leben? Und darum geht es eigentlich, die Energie darauf zu geben. Und die Energie gebe ich darauf, indem ich meine Aufmerksamkeit drauf gebe. Das sagen schon die ältesten Yoga-Lehrer. Das, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf gebe, da geht meine Energie hin. So, was braucht heute meine Aufmerksamkeit, wäre die Frage dazu. Was braucht heute meine Aufmerksamkeit? Und statt dann irgendwie zu versuchen, Dinge, von denen ich meine, sie müssten jetzt gemacht werden, zu verzwingen, der Energie zu folgen, dem zu folgen, was sich zeigt, was jetzt leicht wäre. Also, was würde mir jetzt total leicht fallen heute? Oh, wow. Ich meine, ich habe es gehasst, Steuern zu machen. Inzwischen frage ich, okay, wann wäre es leicht? Zeig dich. Und dann gibt es Tage, an denen ich auf sonst nichts Lust habe, wo ich denke so, oh, und dann geht es mir ganz leicht von der Hand und ich bin so, oh, wow, okay. Es ist nur, dass wir eben diese Ansichten oder Schlussfolgerungen darüber haben, wie es sein muss, wann es sein muss, anstatt eine Frage zu stellen und dem dann zu folgen, was sich leicht anfühlt und ausgedehnt. Das verstehe ich. Was bei vielen Menschen ja auch ist, ist, dass sie denken, wenn sie einer Methode folgen, wie zum Beispiel Access Consciousness oder die Tools anwenden, dass sie damit A, alles wegmachen können, dass sie B, immer positiv sein müssen, dass sie unglaublich spirituell sein müssen und immer gut drauf. Kannst du diese Mythen bitte mal entmythifizieren? Also ihr müsst weder immer gut drauf sein, noch müsst ihr irgendwie immer glücklich sein oder positiv. Es geht einfach nur darum, eine Frage zu stellen. Aber mal ganz ehrlich, jetzt wird es langsam, ne? Ja, okay, ich stelle noch mal eine Frage, Mehlika. Wenn man sagt, ich muss immer nur eine Frage stellen, okay, das haben wir begriffen. Aber was dann? Und mit welcher, also wenn ich einfach nur frage, wie wird es morgen besser? Wird das was verändern? Wie? Schau dir mal die Energie an, mit der du gerade gefragt hast. Genau. Wird es morgen besser? Genau das. Nein. Also was brauchst du genau zur Frage dazu? Genau. Also die zwei Hauptfragen, mit denen wir spielen am Anfang sind, wie wird es noch besser als das?
Und was ist hier sonst noch möglich, was ich noch nie in Betracht gezogen habe? Mit den zwei Fragen könnt ihr schon mal alles rocken und alles verändern. Wie? Ihr wendet sie an. Ihr stellt die Frage. Und zwar aus dem heraus von, aus einem Wundern heraus. Ich frage mich, wie es noch besser wird. Wie wird es noch besser als das? So, wie wird es noch besser als das sein? Und mit nochmal zurück zur Dankbarkeit. Mit dieser Dankbarkeit änderst du die Energie von Bewertung zu einer höher schwingenden Energie. Du kannst nicht gleichzeitig etwas bewerten und dankbar dafür sein. Was heißt, wenn du immer in der Bewertung sind, und das ist etwas, was wir gelernt haben, uns zu bewerten, pausenlos dafür, dass wir nicht genug sind, nicht genug tun, nicht genug machen, bla bla, oder andere bewerten, wenn wir aus dieser Bewertung rausgehen, entsteht auf einmal ein Raum da. Wenn wir in die Dankbarkeit gehen, ändert sich die ganze Schwingung und wir ziehen mehr von dem an, was wir wirklich gerne hätten. So, wofür könnt ihr dankbar sein? Und nehmt euch vielleicht einen Moment, einfach um anzuerkennen, wow, alle Wahlen, die du bisher getroffen hast, haben dich hierher gebracht, heute zu dieser Sendung. Du sitzt jetzt da und schaust zu und denkst dir nur so, was für ein Schlüssel zum Erfolg, was erzählt die Frau da eigentlich? So, geh doch mal in die Dankbarkeit hinein von, wow, alles, was ich bisher in meinem Leben gewählt habe, hat das Leben kreiert, was ich jetzt habe. Cool. Und welche Wahlen könntest du jetzt treffen, um die Zukunft zu kreieren, die du willst? Und ist es vielleicht auch ein bisschen dieses, dass man dann auch dem ganzen Raum gibt, weil ich glaube, viele sind schnell im Kopf oder wollen schnelle Veränderungen, dass man sagt, okay, ich stelle die Frage und dann trinke ich erstmal eine Tasse Tee und mach irgendwas Schönes oder keine Ahnung, um zu gucken, was sich zeigt im Leben als Möglichkeit. Also wie kriege ich denn neue Möglichkeiten in mein Leben gezogen? Das ist schön, das ist eine gute Frage. Oft, weil wir haben ja gelernt, dass wenn wir eine Frage stellen, wir vor allem eigentlich auf eine Antwort suchen. Ne? Wenn ich eine Frage stelle, und das merke ich immer, dass ich anders funktioniere, wenn ich Leuten eine Frage stelle und sage, wie wird es besser, kommt sofort eine Antwort. Naja, dann könnten wir das und das und das machen. Und ich denke mir so, nee, stopp, ich wollte auch gar keine Antwort. Es geht ja wirklich darum, diesen Raum zu öffnen, damit sich die Möglichkeiten zeigen können. Und ich meine, was wir in der Schule gelernt haben, war, der Lehrer stellt eine Frage und wir müssen genau diese Antwort geben, welches die richtige Antwort ist. Was, wenn es kein richtig und kein falsch gibt? Was, wenn wir aus dieser Dualität rausgehen von richtig und falsch, von schlecht und gut, sondern nur noch in diesem, was funktioniert für mich gut ist, sind. Was funktioniert für dich gut? Was würde für mich als Business gut funktionieren? Was würde mir Spaß machen? Was würde ich gerne wirklich machen? Und dann, wie du sagtest, einen Tee trinken, spazieren gehen und auf einmal zeigen sich diese Möglichkeiten. Das ist wie Magie. Und das kann ja alles sein. Man liest was im Internet, man kriegt einen Anruf, es spricht einen jemand. Hört ein Lied. Und auf einmal macht der Text so zang und du bist so, ich meine, ich kann euch von meinem Business oder wie es bei mir funktioniert erzählen. Ne? Ich bin Künstlerin und habe ein kleines Atelier in Tübingen und ich mache hier Kunstwerke und ich verkaufe sie weltweit inzwischen. Einfach aus dem Ding heraus, dass ich Fragen stelle, entstehen meine Bilder. Der Entstehungsprozess läuft schon so, dass ich sage, oh, wie würdest du gerne aussehen? Ne? Welche Farben hättest du gerne? Auf welchem Material möchtest du sein? Und dann warte ich. Es ist nicht so, dass ich dann so, yeah, das ist es. Manchmal ist es auch so, dass es ganz schnell da ist. Und manchmal ist es auch einfach, dass es dann Zeit braucht. Und ich habe ein Bild, keine Ahnung, ein Jahr lang da stehen. Und dann kommt dieser Impuls. Oder ich sehe etwas, das mich inspiriert. Und ich bin so, oh wow, jetzt muss ich die Farbe probieren. Oder oh wow, jetzt ist das dran. Es ist das Universum, das uns zuflüstert. Und wir sind aber viel zu laut um uns herum, als dass wir es hören könnten, größtenteils. Größtenteils sind wir so sehr damit beschäftigt, in unser Handy zu starren und Dinge zu machen oder mit Leuten zu reden oder Leute um uns herum zu haben, dass wir gar nicht mehr auf diese Stimmen des Universums oder das Flüstern des Universums hören. Es klingt so ein bisschen auch nach Hokuspokus, oder? Ja, es ist ein bisschen Hokuspokus dabei. Also ich stehe total auf Hokuspokus. Ich war schon, als ich klein war, war ich Bibi Blocksberg-Fan und war immer nur so, ich weiß, ich kann das. Ich weiß, da ist mehr. Und spannend ist es, dass es tatsächlich genau das ist, wenn wir an Magie glauben, ist in allem Magie. Wenn wir nicht an Magie glauben, dann ist halt nirgendwo Magie. Und ich bin dafür, an Magie
Magie zu sehen in allem. Und Magie, was habt ihr als Magie definiert? Und das ist das Spannende, oder Hokus Pokus, was ist es, als was haben wir es definiert? Ist es das, dass ich aus dem Nichts irgendwas herauszaubere, oder geht es wirklich darum, dass in jedem Moment Magie sein kann, wenn die Sonne aufgeht, wenn ich mir das anschaue, das ist für mich magisch, pure Magie. Liebe Mechlika, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich danke dir. Wir plaudern gleich weiter, aber wir hören erst noch mal ein bisschen Musik, und zwar von Only Romeo, Face to Face. Bitteschön. Wenn es hierher gefallen hat, dann abonniert uns auf Facebook und auf YouTube, damit ihr immer informiert seid. Time flies. Nothing can stop this moment. So schöne Herzschmerzmusik, so soft, wunderbar. So, Mellika, aber jetzt geht's nicht soft weiter, jetzt spielen wir drei wilde Werte. Das heißt, aus meinem wundervollen Wertekarten-Set mit 150 Wertekarten, und auf jeder steht ein Wort, was im deutschen Sprachgebrauch ein Wert ist, und die kann man sich auch käuflich erwerben. Cool für Coaches, Trainer. Intuitiv, magisch, würde ich fast sagen. So, meine Liebe, ich fahre jetzt mit dem Finger dran vorbei und du sagst Stopp, und dann ziehe ich genau die Karte. Stopp. Ups, also. Geduld! Habe ich nicht! Das hat mit dir zu tun. Habe ich nicht. Ich bin total ungeduldig. Ich hätte immer gerne, dass gestern alles, was ich schon geplant habe, passiert wäre. Also ich bin absolut ungeduldig. Also kannst du mehr von der Qualität gebrauchen? Ja, ganz eindeutig. Und oft zeigen sich die
Dinge einfach nicht linear. Also das ist das, was ich gelernt habe, dass wir immer denken, wenn ich A und B mache, dann kommt C. Und wenn wir aber mal drauf achten, ist es so, dass die Dinge sich manchmal einfach so zeigen, ohne dass wir A und B machen müssen, sondern dass es einfach dann auf einmal da ist oder sich Leute zeigen oder Dinge zeigen. Und wenn wir es eben nicht an die Zeit binden, ne, was ist dann wirklich möglich? Cool. Dein zweiter Wert, ich mache von der Seite. Stopp. Spontanität. Komm, das Leben ist Ich liebe Spontanität. Für mich heißt Spontanität einfach auch wirklich im Moment zu sein, präsent zu sein und zu schauen, was ist gerade die Energie. Oft ist es so, dass Leute Dinge planen und ich hatte das mit meinem Ex-Freund so, der hat immer gerne geplant und der war so, und dann, jetzt haben wir aber beschlossen, dass wir das machen. Und ich dachte immer so, aber jetzt habe ich gar keine Lust mehr, das zu machen. Warum muss ich das dann machen? Und ich bin eher so jemand, der dann sagt, oh, jetzt habe ich Lust da drauf. Also diese Spontanität ist wirklich großer Teil meines Wesens. Sehr schön. So, dein letzter und dritter Wert. Stopp. Abhängigkeit. Ui, und ich bin ein Ghost. Ich bin auch magisch. Abhängigkeit. Was hat das mit dir zu tun? Wow. Puh. Also, ich habe viel geraucht. Ich war mal sehr abhängig von Dingen, von Nikotin, von Koffein. Und ich liebe es, mit so Abhängigkeiten zu spielen. Also tatsächlich habe ich aufgehört zu rauchen, weil weil es mir nicht mehr geschmeckt hat, das Rauchen, habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Ich war so, war doch Schriftstellerin, ne? Ich habe immer geraucht und geschrieben und Kaffee getrunken und es war so, oh, die Zigarette schmeckt nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und habe dann immer gesagt, ich mache eine Pause. Ich mache eine Pause und wenn das Kind da ist, aber mein Körper, seit ich eben mit diesen Tools arbeite und dazu gehört auch der Körper. Also es ist ein wichtiger, großer Teil, den der Körper einnimmt bei Access. Weil im Endeffekt machen wir ja alles für den Körper. Ne? Wir brauchen das Dach über dem Kopf für den Körper, wir brauchen den Luxus für den Körper. Unser unendliches Wesen braucht nichts. Und es gibt Körperprozesse bei Access, die ganz, also Energien, die wir laufen lassen am Körper. Und mein Körper ist, also die Verbundenheit mit meinem Körper ist inzwischen sehr stark durch all diese Prozesse, die ich mache, all diese Tools, die ich verwende. Und der ist ganz laut inzwischen. Was heißt, ich könnte jetzt sagen, oh, ich würde rauchen, aber mein Körper ist so, nein, und sie ist wir rauchen nicht mehr. Also die Pause dauert jetzt seit 12 Jahren an, ja? Genau, die Pause dauert seit 13 Jahren an und wird wahrscheinlich weitergehen. Ich habe am Anfang noch so, wenn ich frei hatte, dann, als der Aziz zum ersten Mal gebabysittet wurde, hatte ich immer ein Bier und eine Kippe in der Hand und zwar so Freiheit für mich. Und mein Körper ist aber, seit ich eben mehr von diesen Tools mache und praktiziere, ist es so, nein, 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 nein. So viel zur Abhängigkeit. Also es ist wirklich eine spannende Sache zu merken, wie sich der Körper verändert und was der Körper, wenn er mit einem spricht. Das ist Flüstern des Universums, haben wir auch mit dem Flüstern des Körpers. Der spricht ja die ganze Zeit mit uns, indem er uns Informationen gibt. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich drauf höre, ändere ich ständig alles. Was heißt, ich esse jeden Tag was anderes, ich trinke jeden Tag anderes. Körper ist, glaube ich, nochmal ein extra Thema. Nochmal zum Business zurück. Eine andere Sendung. Jetzt hast du das eben schon so ein bisschen lustigerweise mit den magischen Karten ein bisschen was gesagt. Und zwar, es ist nicht immer linear und der eine plant, der andere nicht. Also für ein erfolgreiches Business kennen wir das, dass wir sehr viel planen müssen, sehr viel tun müssen, viele Bedingungen haben, auch vielleicht Limitationen und so weiter. Als Joy of Business Facilitatorin, was sagst du dazu? Muss man für seinen Erfolg sehr viel planen? Muss man sehr viel tun?
Oder wie ist das Zusammenspiel von beiden? Es ist ein Zusammenspiel, wie du sagst. Es geht darum, Fragen zu stellen und dann ins Tun zu kommen. Also, wenn ich morgens aufwache und sage, okay, was braucht heute meine Aufmerksamkeit? Welches meiner Business braucht heute meine Aufmerksamkeit? Dann zeigt sich das. Und dann folge ich im Prinzip genau diesen Flüstern. Und dieses Nicht-Linear, das zeigt sich. Ne? Ruft jetzt zum Beispiel ein Freund an und sagt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Was normalerweise vielleicht nicht in meiner Planung des Tages gewesen wäre. Wenn sich das jetzt aber leicht und ausgedehnt anfühlt und mir gute Laune macht und ich dann aufgeregt bin, dann sage ich dem zu und sage, oh ja, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Weil du weißt nie, was sich dann wiederum zeigt, wenn du einen Kaffee trinken gegangen bist mit dieser Person und wen du dann triffst oder was sich dann an Gesprächen entwickelt. Ist das auch mit diesen Wahlen so? Du hast auch das Wort Wahl benutzt. Wenn du jetzt eine Wahl triffst, ich möchte erfolgreich sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, und dann diese Möglichkeiten sich zeigen, ist das auch so, dass man sagt, okay, es kann sein, dass es am nächsten Tag um die Ecke kommt oder durch irgendwas anderes, was ich gar nicht erwartet habe? Also was hat das mit diesen Wahlen auf sich? Also es gibt da ganze Kurse dazu. Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Wenn es kein richtig und kein falsch gibt, und das ist das, wovon wir ausgehen. Wir gehen davon aus, dass wir eine falsche Wahl treffen könnten. Wir versuchen zu vermeiden, eine falsche Wahl zu treffen und die richtigen Wahlen zu treffen. Was, wenn das Konzept gar nicht wirklich stimmig ist? Ne? Was, wenn es kein richtig und falsch gibt? Was würdest du dann wählen? So, was würde dir Spaß machen? Und da kommen wir wieder zu diesem Spaßfaktor, weil Spaß, also wenn wir in unserer Freude sind, dann ist alles ganz leicht. Das gibt doch Tage, wo du aufwachst und alles läuft. Und es ist nur so, yeah, ich bin im Fluss, Baby. Und dann kommt nur eine Sache und zack, bist du wieder raus. Und du bist so, oh nein. Und dann, oder du wachst auf und sagst, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dann kommen die Dinge den ganzen Tag über. Und statt in diesen Schlussfolgerungen zu bleiben, weil das sind Schlussfolgerungen, immer in der Frage zu sein, zu sagen, oh, was ist jetzt möglich? Was kann ich jetzt wählen? Ah, also mein Lieblingsding ist halt, manchmal zeigen sich die Dinge nicht so, wie wir es gerne hätten. Ne? Ich wähle dann etwas und sage, okay, cool, wenn der ein Bild bei mir gekauft hat, dann boomt mein Business. Und dann ist es gar nicht so. Und es ist so, Und dann statt es falsch zu machen und da hineinzugehen, dass es eine falsche Wahl war oder was auch immer wir da immer machen in unserem Kopf, wirklich eine Frage zu stellen, zu sagen, oh, was hat das denn kreiert? Weit über das hinaus, was ich fassen kann. Oh, wow, okay, cool. Und dann, was kann ich jetzt wählen genau deswegen? Manchmal können wir ja Wahlen nur deswegen treffen, weil wir etwas anderes gewählt haben, was nicht funktioniert hat. Und dann können wir sagen, ah ja, cool, was kann ich jetzt wählen? Was ist jetzt Wahl wie eine Entscheidung? Nee, eben nicht. Eine Entscheidung hat also eigentlich ja und dann doch wieder nicht, weil die Entscheidung hat was, du entscheidest dich. Es ist etwas grundlegend Wichtiges und wenn ich mich zu einer Ehe entschieden habe, dann muss ich mit dieser Person zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Eine Wahl ist, ich wähle jeden Tag mit dieser Person zusammen zu sein. Und ich kann jeden Tag was anderes wählen. Ich sage, okay, das funktioniert für mich. Dieser Mensch ist eine Bereicherung für mich oder das Business ist eine Bereicherung für mich. Ja? Und in dem Moment, wo ich aber merke, ah, das funktioniert nicht mehr so, kann ich was anderes wählen und sagen, okay, das funktioniert nicht mehr so. Was können wir hier ändern? Also zusammengefasst, der Schlüssel zum Erfolg ist? Oh, darf ich? Ich dachte, du hast das. Ja. Ja, so, oh, schön, Anneke, erzähl doch mal. Nein, du bist ja nicht auf den Gast. Funktionier aus den Fragen heraus. Geh nicht in eine Schlussfolgerung, suche nicht nach einem Resultat. In dem Moment, wo du ein Resultat verfolgst, hast du dein Business oder die Sachen schon zerstört. Welche Fragen könntest du stellen, um großartigere Möglichkeiten für dich, dein Leben und dein Business zu kreieren? Und das ist es, was ich euch gerne mitgeben möchte, eine Frage. So, was ist es, was du wählen kannst, was du bisher noch nicht gewählt hast? Und was ist es, was du weißt, was sonst niemand weiß? Dass wenn du dem folgst und dem vertraust, dass du weißt, sich dein Leben wie auf magische Weise entfaltet und erblüht. Du bist das beste Beispiel, Mehlika, von der alleinerziehenden, armen Mutter hin zur
weltweiten Künstlerinnen und Facilitatoren. Ich danke dir mega, dass du heute da warst. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir so sehr, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön, liebe Anneke. Sehr, sehr gerne. Was für ein Geschenk. Sehr, sehr gerne. Das Abo zu beginnen. Und wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik. Und zwar von Only Romeo, Light Up. Bitteschön.
das war Buddha bei die Fische, der Terfeen-Talk mit Mahlika Tanriverdi. Wow, was für ein Feuerwerk. So, so, so genial. Und Musik hat beigesteuert Only Romeo. Super schöne Musik. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch. Erzählt es weiter und verbreitet diese Inspiration in der Welt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Buddha bei die Fische!